Der Vollständigkeit halber möchte ich Ihnen Daily Mirror einmal vorstellen. Er trägt die Programmnummer 155, ist in Westfalen gezogen, 2004 geboren, stammt ab vom Doppelweltmeister Damon Hill, mal Floristan, im Sattel Benjamin Werndl, Deutschland. Starker Auftritt, schon das Halten und Grüßen. Ganz gelassen, ganz ruhig, sich die Zeit genommen. Die goldene Visitenkarte abgegeben. Locker vom Scheitel bis zur Sohle, möchte man fast sagen. Ohne auch nur den Hauch einer Spannung. Rhythmisch, elastisch, gebogen. Da gibt es nicht viel zu sagen. Schauen Sie sich mal das Überfußen von Daily Mirror an. Dehnt sich ans Gebiss an, ganz zufrieden schreitet er. Und geht jetzt zurück in die Versammlung. Und aus dem Nichts in die Piaffe. Spielerisch, ganz leicht. Ich glaube, die beste Schritttour, die wir hier in dieser Prüfung gesehen haben. Ja, das, was er in der Trapparbeit versprochen hat, hält er auch hier im Galopp. Ganz elastisch, durchlässig. Fehlerfrei die Zweier. Super.
Da gibt's nichts dran zu meckern. Mit viel Übersicht. Ist aber auch eine herrliche Galoppade. Das sehen wir jetzt hier auch. Wie ihn rhythmisch nach vorne schickt. Genau. Wechselt. Und wieder zurück in die Versammlung. Pirouetten. Gut früh eingeleitet. Das braucht er, genau. Braucht er wieder ein bisschen Schwung für die Wechsel, genau. Und wieder einleiten, zurück und in die Pirouette. Sehr gut. Ich glaube, das kann ganz schön knapp werden da vorne an der Spitze, wenn ich das so mir ansehe. Weltspitze zu Gast in München, meine Damen und Herren, Benjamin Werndl mit Daily Mirror. Wahnsinnsvorstellung, Gänsehaut und das Publikum hier in München in der Dressurarena feiern. So, jetzt wird gerechnet. Es gilt also, wer an Dorothee Schneider vorbei möchte, 78,234 Prozentpunkte, die gilt es zu schlagen. Jetzt wird gerechnet und dann ist sie entschieden. Der Grand Prix Spezial, der im Preis der Mäckle-Gruppe. Bei A 73,62, bei C 76,28, bei M 75,85, bei B 77,23%. Total 76,45%. Und wenn dieses Ergebnis bestätigt wird, dann wird es für Benjamin Werndl und Daily Mirror der zweite Platz im Preis der Mäckle-Gruppe. Provisional score for Daily Mirror and Benjamin Werndl 76,45%, and that could be the second place in the prize of Mäckle Group after we have double checked the result. 76,448 Prozentpunkte vorläufig für Daily Mirror, meine Damen und Herren. Und das Ergebnis muss natürlich noch bestätigt werden. Aber